Am Ende dieser Ausgabe von Ab ins Bett werdet ihr nicht nur fantastisch schlafen, ihr werdet auch von einer großen Baustelle träumen. Ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, der Kinderpodcast. Hier ist euer Lieblingspodcast, hier ist Ab ins Bett mit der 439. Ausgabe. Hätte ich fast 100 Ausgaben vergessen. Die 439. Gute-Nacht-Geschichte schon. Und jeden Tag gibt es eine neue. Ich bin Marco und ich freue mich, dass wir gemeinsam in diese neue Woche starten. Das geht natürlich am allerbesten mit dem Recken und Strecken. Und vorher habe ich eine Frage an euch. Gibt es jemanden von euch, der diesen Podcast schon mal gehört hat, der schon mal die ein oder andere Gute-Nacht-Geschichte von Ab ins Bett gehört hat? Ja? Dann malt doch euer Lieblingsbild zu eurer Lieblingsgeschichte und schickt es mir per WhatsApp, am besten mit euren Eltern zusammen. Hier ist die Telefonnummer 01525 179 6813. Schickt mir euer Lieblingsbild zur Lieblings-Ab ins Bett-Geschichte. Und einige Bilder davon werde ich dann nehmen und in ein kleines Heftchen reindrucken. Was damit passiert, das verrate ich euch in den nächsten Wochen. Jetzt gibt es aber erstmal das große Recken und Strecken. Ich lade euch ein, nehmt die Arme und die Beine, die Hände und die Füße und reckt und streckt alles so weit weg vom Körper, wie es nur geht. Macht euch ganz, 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 ganz lang. Spannt jeden Muskel im Körper an. Und wenn ihr das gemacht habt, dann lasst euch ins Bett hinein plumpsen und sucht euch eine ganz bequeme Position. Und heute, am Montagabend, bin ich mir sicher, dass ihr die bequemste Position findet, die es überhaupt bei euch im Bett gibt. Hier ist die 439. Gute-Nacht-Geschichte bei Ab ins Bett für Montag, den 8. November. Mick, Nick und die große Baustelle. Mick und Nick sind zwei ganz normale Brüder. Und nicht nur das, die beiden Titelhelden sind sogar Zwillingsbrüder. Und heute, genau an diesem Montag, beginnt ein neuer, aufregender Lebensabschnitt. Sie kommen nicht etwa in die Schule oder in den Kindergarten, nein, ein Umzug steht an. Mick und Nick werden mit ihrer Familie zusammen in ein neues Haus ziehen. Und heute geht's los mit Renovierungsarbeiten in diesem neuen Haus. Jeder der beiden Jungs bekommt ein eigenes Kinderzimmer. Und beide zusammen haben ein eigenes Spielzimmer. So groß ist das Haus. Doch Mick und Nick können sich das Ganze nicht so recht vorstellen. Denn bisher sieht das Haus aus wie eine alte Ruine. Die Fenster sind undicht, teilweise sind Fensterscheiben sogar kaputt. Der Putz bröckelt von den Wänden und die Decken hängen herunter. Ins erste Stockwerk gibt es nicht mal eine Treppe, sondern nur eine Leiter, die der Papa von Mick und Nick eilig hingestellt hat, um überhaupt hochzukommen. Dafür liegt dieses Haus direkt an einem großen See. Nur Mick, Nick und die Familie können von hier aus zu diesem See mit einer eigenen Bootsanlegestelle. Für Mick und Nick geht wirklich ein Traum in Erfüllung. Heute sind sie mit auf der Baustelle, denn heute kommt ein großer Kran, ein großer Lastwagen und jede Menge Handwerker und Bauarbeiter, die Papa und Mama unterstützen. Denn für die beiden Eltern wäre dieses Projekt viel zu viel. Zum Glück gibt es Menschen, die nichts anderes machen, als den ganzen Tag Häuser renovieren, sanieren und eben auf Baustellen arbeiten. Das wünschen sich auch Mick und Nick. Auch die beiden möchten einmal Handwerker werden. Am liebsten Bauarbeiter und den ganzen Tag Häuser renovieren und wieder richtig hübsch machen. Und heute ist so ein Tag. Denn am Montagabend, als die beiden erschöpft im Bett liegen, sind sie stolz, was sie heute so geleistet haben. Denn Mick und Nick haben das ganze Haus an einem Tag fertiggestellt. Sie haben es geplant, sie haben es gebaut, nur der Umzug, der ist noch nicht zu Ende. Aber schön der Reihe nach.
Mick und Nick sind mit ihren Eltern im Haus, das umgebaut wird. Die Bauarbeiter sind schon da und eilen eifrig und wuselig hin und her. Das Ganze erinnert die beiden Jungs an einen Ameisenstaat. So viele Menschen rennen von rechts nach links, von oben nach unten, von hinten nach vorne und wieder auch zurück. Die einen tragen große Platten, die anderen schwere Säcke und die dritten diskutieren, was als nächstes zu tun ist. Überall wird gehämmert, geklopft und auch geschweißt. Und Mick und Nick sind mit dabei. Richtig helfen können sie noch nicht, also planen sie, ihr eigenes Haus zu bauen. Zum Glück haben Mama und Papa den Wohnwagen von Oma ausgeliehen und im Wohnwagen gibt es ein richtiges Spieleparadies. So können die Jungs an der Baustelle immer mit dabei sein und haben dennoch ihr eigenes Zimmer draußen im Wohnwagen mit einer Heizung, damit ihnen auch nicht kalt wird. Und sie können immer mit dabei sein, wenn gebaut wird. Wenn Mama oder Papa eben auf der Baustelle sind, sind die Jungs einfach mit dabei. Und im Wohnwagen beginnen sie jetzt, ihr eigenes Haus zu bauen. So, wie sie es sich vorstellen. Zum Glück gibt es ganz viele Bausteine, die sie mithaben. Ihre Lieblingsbausteine. Und damit bauen sie nun ihr Haus. Ein Zimmer für Mick, ein Zimmer für Nick. Ein Spielzimmer für beide. Es gibt auch noch ein kleines Zimmer für die Eltern, ein Schlafzimmer und auch ein kleines Wohnzimmer. Das ist aber nicht das Wohnzimmer von Mama und Papa, sondern das ist das Wohnzimmer von allen in der Familie. Dort kann man zum Beispiel auch spielen. Sowas wie Mensch, ärgere dich nicht oder Uno. Das alles findet dann im Gemeinschaftswohnzimmer statt. Mick, wir haben aber noch was vergessen, sagte Nick. Eine kleine Küche nämlich. Eine kleine Küche reicht, denn eine große Küche würde viel zu viel Platz wegnehmen. Schließlich brauchen die beiden den Platz ja für ihr Spielzimmer. Das Spielzimmer ist das größte Zimmer und es nimmt fast den ganzen Platz des Hauses ein. So wird das Haus gebaut. Die fertig aufgebauten Bausteine haben sie auf einer großen Platte festgemacht. Und damit gehen sie jetzt zu Mama, Papa und den Bauarbeitern. Sie machen eine große Besprechung und sagen, dass die Bauarbeiten jetzt gestoppt werden und dass ab sofort das Haus so umgebaut wird, wie es hier in diesem Modell auf den Bausteinen zu sehen ist. Mama und Papa nicken, die Bauarbeiter auch. Na dann kann ja nichts mehr schiefgehen bei Mick, Nick und dem Haus am See. Mick und Nick, die wissen, genau wie du, jeder Traum kann in Erfüllung gehen. Du musst nur ganz fest dran glauben. Und jetzt heißt's, ab ins Bett. Träum was Schönes. Bis morgen, 18 Uhr, abinsbett.net. Gute Nacht.